Leute, hallo YouTube. Yo, heute ist Samstag, ist Nachtschichtwochenende. Ich habe ein bisschen Zeit, aber nur ein bisschen, zwischen den Nachtschichten nur 12 Stunden. Morgen soll es den ganzen Tag regnen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich bin jetzt hier nach Koban gefahren, das ist ungefähr so 10 Kilometer entfernt, dass ich mal zur Niederburg in Koban hochgehe. Das ist jetzt nicht so ein Riesenweg. Da geht es mal ein bisschen steil den Weinberg hoch. Habt ihr gerade gesehen, da bin ich auch gerade drin. Und mach mal keinen XXL-Vlog, sondern mach mal sozusagen einen XS-Vlog. Und ja, bin jetzt schon ein bisschen außer Atem und versuche jetzt mal den Berg hochzukommen. Und dann mache ich ein paar schöne Cinematics von der Niederburg hier in Koban-Gondor für euch. Bis gleich. Hier werden wir jetzt auch schon direkt mit der ersten Aussicht belohnt. Und zwar die Aussicht, ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht abstürze. Die Aussicht auf Koban und auf die Mosel und auf die Weinberge. Herrlich, Leute, das hat sich echt gelohnt. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Moment. So, dann drehe ich mich mal. Einmal Koban, im Hintergrund Gondorf. Und da oben ist die Niederburg. Das ist jetzt keine gut erhaltene Burg, das ist nur eine Burgruine. Aber wie gesagt, ich wollte sie mir immer mal angucken und da gehen wir jetzt gleich mal hoch. Aber allerdings mache ich jetzt erstmal ein paar schöne Shots hier runter ins Moseltal. Ah, Leute, ist doch steiler, wie ich gedacht habe. Ich muss auch ein bisschen aufpassen hier. Da stand es 400 Meter, aber da geht auch 400 Meter extrem steil den Berg hoch. Ihr könnt ja gucken hier, wie es hier aussieht. Aber nice, wirklich schön. Gefällt mir gut für so einen kleinen Trip. Oh, jetzt muss ich sogar hier, schaut euch das an. Muss ich sogar so ein Ding da hochklettern. Na, wollen wir mal sehen. Wow, da hätte ich nicht gedacht, dass das hier noch eine Kletterorgie ausartet. Und ich stehe schon gerade hier. Das ist ja auch nicht schlecht. Hier, Moment. Muss ich mal gerade auch noch hochklettern oder kann ich hochklettern, werde ich natürlich machen. Musik
Also Leute, das war ja mal ein kleiner Aufstieg zur Burg hier, ne? Kurz, knapp, knackig. Und jetzt schauen wir uns mal die Aussicht hier oben an. Bis gleich. So Leute, da bin ich oben auf der Burg angekommen, ein paar Cinematics gemacht. Ich möchte aber auch schon jetzt nur ein paar kurze Facts hier loswerden über die Burg. Die ist 1195 das erste Mal erwähnt. Die liegt 150 Meter oberhalb von Koban. Das ist ein Ort an der Mosel, Koban-Gondorf, schöner Weinort. So 15 Kilometer von Koblenz entfernt und von dem Ort, wo ich wohne. 1688 wurde sie zerstört, ist eine Höhenburg, ist eine von drei Burgen hier in der Nähe, ist eigentlich ganz schön hier, kann man mal schön hochlaufen, ist jetzt nicht mehr so super erhalten, aber es gibt ein paar schöne Aussichten, wie ihr gesehen habt. Und dann will ich es auch gar nicht so lang machen heute mit dem Vlog, mache ich direkt die Abmoderation. Wenn euch das Video gefallen hat hier, auf der kleine Trip hier zwischen den Nachtschichten oben auf die Burg, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert kräftig unten. Und nochmal super, super, super danke für den Support. Wir sind mittlerweile fast bei 300 Abonnenten. Und das ist so ein schönes, langsames, stetiges Wachstum, gefällt mir sehr gut. Ich werde demnächst mal ein kleines Video machen über die Kanäle oder auch Abonnenten, die also wirklich regelmäßig bei mir kommentieren. Ihr seid da sehr aktiv, freut mich. Wir tauschen uns aus, es gibt konstruktive Kritik, Hater oder Disliker sind momentan, Gott sei Dank, toi toi toi, noch gibt es nicht, nur ab und zu. Und wie gesagt, ich gehe jetzt runter, habe gleich Nachtschicht, dann morgen wieder Nachtschicht, Montag, Dienstag frei, da werde ich wahrscheinlich einen kleinen Technik-Vlog für euch vorbereiten, da dürft ihr schon gespannt sein, das wird ganz interessant werden. Das ist eine Kleinigkeit, die ich mir schon immer mal gönnen wollte, und lasst euch überraschen. Und ich will auch gar nicht so viel rumlabern. Macht's gut, haut rein, habt noch ein schönes Restwochenende, beziehungsweise der Vlog kommt mittwochs raus. Freut euch aufs nächste Wochenende. Bye bye und bald wieder auf meinem Kanal Franks Vlogs. Ciao, ciao, tschüss, bye. Wenn ihr hier zur Burg oder nach Koban fahrt und wollt mal richtig gut essen, dann habe ich einen super Tipp. Das ist hier unten im alten Mühltal, direkt unterhalb von der Burg da. Restaurant Alte Mühle Hörret. Das ist preislich ein bisschen gehobener, muss man schon sagen. Aber man kriegt da wirklich extrem gute Qualität, gutes Essen und einen guten Service. Und eine wunderbare Location, eine alte Mühle umgebaut zum Restaurant.
Ich kann euch das nur empfehlen. Ich mache das ab und zu mal, also einmal alle 3 Jahre. Da ist man ungefähr, sagen wir mal, mit 2 Personen so bei 100 Euro, also mit Wein und allem. Dann hat man aber richtig schön gegessen und hat einen wunderbaren Abend verbracht. Kann man sich ja mal gönnen, zumindest vielleicht zu einem Jubiläums- oder Jahrestag. Das ist noch ein kleiner Tipp am Rande.